Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von TSC 22 mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spitas. Heute endlich mal wieder eine Fahrzeugvorstellung aus dem Hause Virtual Railroads. Und zwar geht es um die Citybahn von Virtual Railroads. Ihr seht's in dieser wundervollen Lackierung. Den werde ich euch heute mal ein bisschen näher bringen. Steuerwagen natürlich voraus. Hinten dran können wir hier erstmal außen an den Wagen vorbeigehen. Wie gesagt, den gibt es neuerdings, seit neuestem bei Virtual Rebels zu erwerben. Seit kurzem. Und ich werde euch zu diesem Fahrzeug einiges erklären. Und hinten dran haben wir natürlich unsere BR218. Auch in dieser Citybahn-Lackierung. 218 144-4. Und wollte gerade mal eben ganz kurz was nachgucken. Genau, 24,95 kostet dieses bei Virtual Railroad seit kurzem. Und wie gesagt, ich stelle euch dieses Fahrzeug vor, Funktionen und so weiter. So, ich würde sagen, wir gehen mal in den Innenraum. So, das von innen aussieht. Also, das sind halt die Sitze. Vielleicht kommt euch das authentisch vor, real vor. Mir gefällt's. Können wir mal ein bisschen weitergehen. Wie gesagt, Zeitdruck haben wir keinen, weil wir hier, wie gesagt, Schnellspiele haben, Freispiel und ja, sind ja auf der Strecke Leipzig-Dresden. Dresden-Leipzig, wie auch immer. Würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um den Führerstand und machen die ganze Kiste mal so weit an, dass wir erstmal natürlich 218 vorne starten. Dazu müssen wir natürlich. Natürlich müssen wir auch hier erstmal Leistung und Batterien und so weiter alles einstellen. Das heißt, wir machen das Ganze nochmal zurück. Und Batterie ist ein. Dann können wir eigentlich den Motor starten, genau. Dazu mussten wir erst die Batterie einstellen. Gucken wir uns das mal an. So, Motor läuft. Wäre schön, endlich mal wieder 218 Sound. So, da müssen wir natürlich noch hier ein wenig weiter aufrüsten. Und zwar ECB brauchen wir erstmal gar nicht im Moment. Momentenbeleuchtung. Bisschen Licht. Haben wir. Wunderbar. Richtungswende nach vorne verlegen. Da müssen wir natürlich noch die Leistung einstellen. Nein. So, eingestellt. Dann müssen natürlich noch die
Sicherungssysteme einstellen. Dazu müssen wir aber links noch den auf neutral stellen. ECB einstellen. SIFA. Dann können wir den wieder nach vorne verlegen. So, dann schauen wir uns mal vorne um. Mal wieder rein. So. Wir können natürlich hier noch die verschiedenen Halte eingeben, beziehungsweise Zugzielanzeiger. Also da gibt es wahnsinnig viele Sachen, die man da eingeben kann. Ihr seht selber. Manche sind doppelt, Bottrop sogar. Ah, Essen wäre vielleicht ein bisschen komisch von Dresden aus, aber ja. Wuppertal. Okay, weiter geht's nicht. Dann machen wir Bottrop. Das sieht doch mal nicht schlecht aus. Wir sind zwar in Dresden, aber das spielt ja keine Rolle. So, ich würde sagen, dann können wir ja mal eine kleine Probefahrt machen. Wir können vorher noch ein kleines Foto machen. Von dem Fahrzeug. Wer das jetzt gemacht hat, weiß ich nicht. Irgendwie funktioniert das hier nicht mehr richtig. Ah, bitte jetzt wohl gemacht haben. So, dann würde ich sagen, los geht's. Lösen die Bremse. Und halten langsam. Ah, siehst du, wir haben die Leistung doch noch nicht eingestellt. Nein, nein. So, auf geht's. Können uns auch befreien. So, ich habe jetzt eine kleine Strecke ausgesucht. Dresden, Dresden-Neustadt. Was sollten wir drücken? Wunderschön. Wunderschön. Sound ist auch mega von den Innenwagen. Ich finde es wunderschön. Es hört sich einfach nur wunderschön an. Traumhaft. Schön. Wie gesagt, seit kurzem erhältlich bei Virtual Railroads für den TSC
die Citybahn für 24,95 Euro. Wunderschöne Lackierung. Wunderschön. So, und da fahren wir schon. Dresden Neustadt ein. Das war die kleine Fahrt der Citybahn. Wunderschönes Fahrzeug, auch die Lackierung einfach sehr schön. Der Sound ist mega, wenn er über die Gleise fährt, über die Weichen fährt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt das Fahrzeug. Da hat sich Virtual Railroads wieder was richtig Schönes einfallen lassen. Wie gesagt, seit kurzem erhältlich bei Virtual Railroads für den TSC. Citybahn inklusive der BR218 und dann das alles in dieser wunderschönen Lackierung. Für 24,95 Euro dort erhältlich. Greift zu, solange der Vorrat reicht. Beziehungsweise, wenn ihr den haben wollt. Ich kann euch den nur wärmstens ans Herz legen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine Fahrzeugvorstellung. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Würde mich freuen, wenn ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid. Wenn ich euch wieder ein neues Fahrzeug vorstelle für den TSC von Virtual Railroads oder von einem anderen Anbieter. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder dann dabei seid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Danny Spieters. Haut rein, habt noch eine schöne Restwoche. Sind ja nur noch 2 Tage, beziehungsweise nur noch einer. Der heutige ist ja schon angefangen. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao, servus und tschüss. Euer Danny Spieters, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.